بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala danken, dass er uns zu diesem Weg geleitet hat. Und ich will nur ein ganz kurzes Beispiel bringen, was wir jetzt wieder hören, um uns wieder zu erinnern. Allah sagt im Koran, und das wisst ihr, und das habe ich schon oft erwähnt, فَمَنْ أَرَّدَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ دَنْكَ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Das heißt, wer sich von unserer Rechtleitung abwendet, dem werden wir ein enges Leben bescheren. Und wir werden am jüngsten Tag A'ma auferwecken, das heißt blind auferwecken. Und Allah sagt im Koran, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّ وَحْيَاتٍ طَيِّبَةً. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und wir sehen jetzt beispielsweise das Beispiel von Britney Spears. Ja, eine Frau, die damals der große Star gewesen ist und die jetzt nur noch Probleme hat. Drogensucht, Alkohol, alles drum und dran. Und du siehst tatsächlich, was sie jetzt vorhat. Sie will sich einfrieren lassen, um sich dann später auftauen zu lassen, um dann eventuell das ewige Leben zu bekommen. Das ewige Leben zu bekommen ist einfacher. Das ewige Leben, dazu muss man was machen? Muss man dem allmächtigen Gott dienen. Und das ist der Weg. Deswegen, alle Menschen wollen das ewige Leben. Und man sieht auch diese Stars, die so viel Geld haben und so viel Fans haben und was auch immer. Die wollen das ewige Leben. Ihr habt dieses Geschenk in der Hand. Guck mal, Britney Spears, mit all ihrem Geld, mit all ihrem, was sie hat, kann sie sich das nicht kaufen. Kann sie sich das nicht kaufen. Guck mal, wie dankbar wir Allah subhanahu wa ta'ala sein müssen. Viele Jugendliche, wenn man sie fragen würde, würdest du gerne so ein Popstar sein oder ein Musikstar sein oder ein Fußballstar sein oder Sportstar sein? Die würden sagen, ja, ich würde gerne so sein. Aber schau dir an, sie wollen das ewige Leben haben. Und für das ewige Leben muss man den Islam folgen. Das ist der Weg. Deswegen, liebe Brüder im Islam, liebe Geschwister im Islam, seid stolz auf den Islam, seid glücklich, dass Allah euch recht geleitet hat. Haltet an dieser Religion fest. Und zu Britney Spears sagen wir, lies den Koran in den Islam an. Denn nur so kriegst du das ewige Leben. Auch wenn du dich 200 Milliarden Jahre einfrieren lässt und du stirbst ohne Islam, so wirst du am Ende in der Hölle landen. Das ist unsere Botschaft. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul.